Steinhude ist seit dem 1. März 1974 ein Stadtteil von Wunsdorf. Es handelt sich hierbei um ein kleines Fischerdorf mit ca. 5000 Einwohnern, welches in der heutigen Zeit überwiegend vom Tourismus lebt. Das Scheunenviertel in Steinhude geht auf das Jahr 1756 zurück. Die Scheunen befinden sich an zwei Seiten eines dreieckigen Platzes, der früher zum Dreschen benutzt wurde. Ab dem Jahr 1997 wurden die Scheunen für die Expo 2000 renoviert. Heute befinden sich in den Scheunen Restaurants, Cafés und einige weitere interessante Einrichtungen. Am Ufer von Steinhude liegt das Steinhuder Meer. Es ist mit einer Fläche von 29,1 Quadratkilometern der größte See Nordwestdeutschlands. Durchschnittlich ist der See aber nur 1,35 Meter tief, maximal jedoch 2,09 Meter. Den Besuchern bietet das Steinhuder Meer vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Inmitten des Steinhuder Meers liegt die kleine 1,25 Hektar große Insel Wilhelmstein. Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe ließ sie zwischen 1761 und 1768 mit einer Festung zur Verteidigung errichten. Heute kann man die Insel mit Booten besuchen. Das Steinhuder Meer bietet das Zentrum des 310 Quadratkilometer großen Naturparks Steinhuder Meer, welches sich über die Landkreise Nienburg-Weser und Schaumburg sowie die Region Hannover erstreckt.